Freunde, was geht ab? Willkommen hier zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Wir sind immer noch dabei, die Vollversion von den Songs aus der Bohne aufzuholen. Ein kleiner Zungenbrecher hier. Wir sind jetzt bei dem aktuell letzten, den wir noch aufholen müssen, am Start. Und zwar dem Tornado-Song. Auf den freue ich mich auch sehr, Freunde. Ja, das ist hier Party-Feeling. Finch wird parodiert. Und da fand ich die Szene im Musikvideo so ultra lustig, wie Finch eben auf diesem Kindergeburtstag ist. Als kompletter Assi, den Kindern Alkohol gibt und alles Mögliche. Ultra cool umgesetzt, jetzt haben wir die Vollversion von diesem Song. Ich freue mich drauf. Los geht's. War auch ein Ohrwurm übrigens, war ein Ohrwurm. Oh, geil. Geil, Junge. Feat Dirty Mojito und Slick Margarita, Junge. Geil, Dirty Mojito und Slick Margarita. Ey, Mojito mag ich, aber ich mag Mojito, wenn da nicht so viel Minze drin ist, weil ich mag Minze nicht so gern und ich weiß, Minze ist ein großer Bestandteil von Mojito, aber gerne ein bisschen Minze weg und dann lecker. Digga, das passt so gut. Ein Kater, sag ich schon, setze den Becher an den Mund. Ein Kasten am Morgen, ich bin direkt startklar. Ich war schon mit 12 so. Also John wurde auch für diese Rolle geboren. Er wurde geboren für diesen Schnurrbart und für diese Frisur auch, muss man sagen. Glaub wie die Schlümpfe, Leben ist langweilig, ganz ohne Sünde. Wärst du der Genie und hätte ich drei Wünsche, Bier und deine Mutter in Strümpfen. Ey, aber auch so sympathisch, Alicia Joe. Die habe ich ganz kurz minimal kennengelernt. Also man hat nur drei Worte geredet. Bei der Hobbylos. Feier, Jubiläumsfeier, ein Jahr Feier, Junge. Die hatte keinen richtigen Namen, deswegen. Sehr sympathisch, aber ich fand super cool, wie sie auch in diesem Musikvideo mitgespielt hat, muss ich sagen. Frische Zellen im Hirn, es offen, dann kotzen, dann Kater kapiert, weil das Konter wie Herz und die Leber trainiert. Ich extras Buffet und Rave auf dem Tisch, hab in neuer Ruby Bubble gepisst. Kannst du das glauben? Digga, ich würde sie jetzt noch lieber trinken als vorher, ich sag's wie es ist. Oh, wenn du was magierst, deine Schwester wurde in eine Socke gespritzt. Ein Tornado. Das ist ein Party-Song. Sagt, was ihr wollt. Das kann man einfach mal so unterjubeln, weil die Leute eh schon 3 Promille haben, in die Party-Playlist rein. Es würde keinem auffallen. Ich sag's dir so. Oh, geil. Im Späti. Immer im Späti sowas drehen. Immer im Späti, Junge. Ich sag's, da bin ich auch ein bisschen, finde ich schade. In Hamburg gibt's auch so ein paar Kiosks, so, die ein bisschen länger aufhaben und so ein paar hier und da. Aber so in Berlin, du hast immer ein Späti, Junge, kannst immer 3 Uhr nachts da hingehen, bam, bam, dir irgendwas noch rausziehen. Und das hat halt Tankstellenpreise oder teilweise sogar günstiger als Tankstellenpreise. Und eine geile Auswahl, immer kühle Getränke und eine Tiefkühlpizza oder so noch da, geil. Superkraft, schon bei der Geburt eigen Blut gehabt. So sind Kaffee für einen guten Tag. Und jetzt hat der Maul immer Fußball an. Bro, jetzt könnt ihr doch auch mal schauen. Ah, Junge, diese Moves, geil. Zusammen sind wir noch mehr besoffen. Ich hab heute zweimal gekotzt und mein Unterhemd dabei getroffen. Was guckt ihr so? Ich bin Genießer. Hier ist für immer mein täglicher Dealer. Startup in Training, sein Zug Vokuhila. Kein Bier vor 4 ist nur was für euch Spießer. Bums seine Angst und bums mir ein Bett. Boah, Junge. Ich sag's euch, wie es ist. Vor Willmann würden die auf Ernst nochmal so einen Party-Song machen. Oder auch sowas wie Macht die Robbe, sieht man ja auch. Ist immer noch auf irgendwelchen Partys in Playlisten und so. Das würde abgehen. Ist in deinem Bett, dann wird ihr lag. Dein Elf hat dir schmeckt. Pass out, wach auf und hör diesen Track. Ein Tornado. Geil. Ey, sympathisch, Mann. Wo ist denn das? Ach, das ist das Greenscreen, Junge? Ich kann es mittlerweile nicht mehr sagen. Sieht aus wie Greenscreen. Ich glaube, das ist Greenscreen, oder? Bro, ich kann es mittlerweile nicht mehr sagen, teilweise. Wobei, jetzt sieht es nicht aus. Ich habe keine Ahnung. Das ist Greenscreen, oder? Also hier oben sieht es aus wie Greenscreen, aber auf dem Boden nicht mehr. Ich kann es nicht mehr sagen mittlerweile. Ich weiß es nicht, Mann. Ich bin echt auch... Keine Ahnung, Mann. Was macht diese Welt mit uns? Greenscreen oder nicht? Man sieht es nicht mehr. Oh mein Gott, was? Schaut euch diesen Flaschenmove an. I want to learn this ability. Okay, jetzt sieht man, es ist kein Greenscreen. Junge. Oh, da muss ich sogar aufstoßen, holy shit. Kommt noch was am Ende? Nee. Die müssen mal wieder echt so einen richtigen Party-Song quasi machen. Sowas wie das oder eben halt so wie Macht die Robbe. So einen spaßigen Party-Song.
der aber auf Ernst richtig gut produziert ist, so Ohrwurmlastig. Das Ding würde abgehen. Das Ding würde abgehen. Ich sag's, wie es ist. Das Ding würde abgehen wie Schmitz' Katze und ich hätte Bock drauf. Und der Song, der wird bei mir aber auch auf der einen oder anderen Party oder so mal, der wird auch in die Playlist reinrutschen. Der wird mal kommen. Und die Leute würden sich nicht beschweren. Ich sag's, wie es ist. Ja. Freunde, ich bin super, super gespannt, was alles noch so rausgekommen ist, während ich jetzt auf der Gamescom bin für eine Woche. Deswegen, wie gesagt, diese vorproduzierten Videos. Ich hoffe, ihr habt dabei eine wunderschöne Zeit, einen wunderschönen Tag und ich hoffe, es geht euch gut. Wir sehen uns bald wieder. Bleibt so fresh und gut aussehen wie immer und ciao.